Wir haben eine Foto aufgenommen durch Berlin. Ja, ich habe vergessen, ein Intro aufzunehmen. Ja, wie kann man so behindert sein? Auf jeden Fall mache ich es jetzt. Ich habe echt nicht geschlafen, Digga, seit Tagen, weil ich nur im Cut bin. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall ein Abo, ein Like da und genießt jetzt das Video. Zoom arrière, plongé sur un gamin de 8 ans. Sac à dos, je pars à l'école, rejoint par un groupe d'enfants. Söhner. Ist ein Döner mit Sucuk einfach. Das ist jetzt Sucuk und Mische, ne? Also nicht purer Sucuk. Nee, es ist pure Sucuk. Pure Sucuk. Weißt du, was das heißt? Du willst heute keine Frau küssen. Aber machst du auch sowieso nicht. Hier ist unser Brot. Von außen knusprig, innen soft. Boah, Jungs. Guckt euch mal diese Käsesoße an. Andere Liga. Ich mach alle mit Käse. Jawohl. Kräuter, Knoblauch, scharf, Ketchup, Mayo. Machst du bei mir Knoblauch, Kräuter, scharf, geht das? Geht natürlich. Ey, ich habe noch nie so eine Soßenauswahl gesehen. Stuttgart wurden wir verarscht einfach. Was ich gut finde, die Toppings sind dezent hier. Alles, was passt. Salat komplett, Jungs? Von allem ein bisschen, ja. Guck ihn dir an, Bruder. Man sieht hier einen sehr schönen Querschnitt. Käsesoße, Sucuk. Och. How is it, brother? 10 out of 10. Das ist meiner, Bruder, du musst noch warten. Bruder, was mich echt überrascht, die Leute legen ja echt Wert auf das Brot, Bruder, dass das von außen knusprig ist und innen weich. Erster Biss, Bismillah. Bruder, beschwert euch nicht, ich mache die kleinsten Bisse auf der Welt. Sehr, sehr saftig aus. Guck mal, hier beiß ich nochmal rein. Endlevel. Was sagst du von 1 bis 10? Ist mein Mund dreckig? Ja, sehr. Das beweist, dass es lecker ist. 1 bis 10. Eine 8,5. Ja. Sehr, sehr stark. Nein. Bro, this is a Döner with Sucuk. Yeah, I've never had Döner with Sucuk. Are you happy now? Very happy. Natürlich ist jeder gespannt auf die Meinung von... Oder wie viel Döner hast du in deinem Leben gefetzt, ehrlich? Wie viel Kilo wiege ich? Deiner sieht besser aus wie meiner, ja? Ich weiß. Wallah, richtig geil. Bruder, diesen Geschmack habe ich aber auch noch nie so erlebt. Das ist der Sürüm. Warum heißt der Sürüm eigentlich? Dürüm. Ah. Oh, der sieht auch heftig aus. Für Deutschland. Wie schmeckt der? 8,10. Du hast gerade irgendeine Zahl gesagt, gell, sehr ehrlich. Ja. Fazit vom Söhner. Gute Abwechslung, aber das wäre too much, wenn man den so alle 2-3 Tage essen würde. Einmal im Monat kann man machen, gell? Also normaler Döner würde man trotzdem bevorzugen, aber er war trotzdem sehr lecker. Aber sehr, sehr lecker. Jetzt zum Runterspülen. Probieren lock mal, das soll anscheinend sehr, sehr krass sein. Diese Schlange an, Bruder, Wallah. This, you know what Lokma is, bro? This is the most famous sweet in Berlin, bro. I've never had. Why? Seid ehrlich, 1 bis 10 Sahne. Oh. Warte, mach mal Breakdance. Your mouth. Mm. Vorbei angekommen. Hey, alles gut? Hm? Alles gut? Krass, gell? So macht man das? Dann muss es so aussehen? Gar nicht. Oh, mashallah. Chill mal, Bro, Sahne zu essen rennt nicht weg. Was ist das für eine Kombo? Wir haben zu der Frau gesagt, machen Sie einfach Mischmasch. Wir wissen gar nicht, was da drin ist und das ist überrascht. Lass mich mal jetzt diesen mit der Banane and the Banana probieren. Banana and the Banana. Mmh. Wow. Host, was sagt der Engländer? Sag mal. 1 to 10. Gibt sowas auch in London? Say to me. Number 1 to 10. This is a stupendous confectionary. Oh, oh stupendous confectionary is this. Confectionary. Yes, man. Wenn wir keinen Diabetes Stop. Kriegen, wenn wir keinen Diabetes kriegen, keinen Herzinfarkt. Aber da muss halt wieder weg. Ich sehe aus wie mein Vater. Aber wenn du das siehst, grüße an dich. Das tut mir leid. Я был прав, но несчастлив. Разбуди меня огнем, может стать попытаться, можешь. Brandenburger Tor, Bockwart. Mir gefällt der Weihnachtsmarkt übrigens. Oh shit, oh shit, oh oh, oh damn, oh, oh damn, oh. Oh, 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 oh. Oh. Döner mit Liebe, Zeddys, Kaplan. Boah, ich bin übel heit, Wallah. Bruder, ich bin echt gespannt, Wallah. Und dann machen wir 5 Getränke auf seinen Nacken. Auf seinen Nacken? Auf seinen Nacken. Küss dein Herz. Mit Liebe. Mit Liebe. Das ist meine Ehre. Nimm die teuersten Getränke, er hat mich gerade 100 Euro abgezogen. Film mal die Kulisse hier, aber guck dir mal an. Wir sind aus Stuttgart, wir haben noch nie sowas gesehen. In welchem Deutschland haben wir gelebt? Ne? Der ist von London, der ist auch... Was machst du überhaupt hier? Wie bist du nach Berlin gekommen? I don't know what this How you get here, bro? Bruder, der gibt uns Getränke auf Nacken, du sagst, du folgst mich nicht. Bruder, ich folg dir heute. Was sind das für Soßen?
Das ist eine Kräuter, Knoblauch, Schaf und Currysoße. Aber nimm auf jeden Fall Knoblauch, Curry. Knoblauch, Curry. Okay. Guck, das ist einfach eine Herzanlage. Meine Herz nicht immer so gut. Filmer. Wey. Weißt du, was ein Detail ist, was keiner beachtet? Er hat einfach noch extra Salz auf die Tomate gemacht. Ey, Jungs, Digga, gib dir schon mal auf. Maschallah, bismillah, Rahman, Hang. Komm, erst mal bis. Der ist das Papier mit. Boah. Und ehrliche Meinung? Wallah geil. Ehrliche Meinung, beiß rein. Jungs am Essen. Was ist deine Meinung? Ey, warte, er nimmt einen zweiten Biss. Respekt ihn. Oh, na, na. Was geht, Bruder? Danke dir. Bruder, dieses Brot ist auch heftig, ja? Das ist einfach Sesambrot. Das ist kein normales Brot. Ich muss einfach mal erwähnen, wir haben nicht angekündigt, dass wir einen YouTube-Kanal haben oder ein Video drehen wollen. Und er hat einfach von sich aus selber 5 Getränke auf Kopf gehauen. Und was auch krass ist, jeder Laden hier ist halal. Hier wurden alle halal geschlachtet. Was ist das? Ein Shawarma. Ich habe noch nie in meinem Leben Shawarma gegessen, Digga. Das ist, was hier drin überhaupt? Hähnchenfleisch. Hummus. Hähnchen, irgendwelche Soßen, keine Ahnung, Alter, aber wir probieren jetzt mal. Tunk rein in die Soße. Muss man in die Soße tunken? Einen richtig mächtigen Dip. Nein, Wallah, ich bin so einer, ich mache immer so wenig. Ja. Erstmal esse ich Knoblauchsoße, was wirklich nach Knoblauch schmeckt. Das ist krass in Berlin. Guck mal hier, film mal dieses Hähnchen. Wir essen jetzt auch der Bismillahirrahman rein. Oh. Sonnale, Neukölln. Klein Istanbul. Das ist Klein Istanbul. Sana, wie schmeckt? Komm, Sana, komm. Ich hab's schon probiert, aber ich tue jetzt so, als hätte ich. Ja, okay, komm. Oha, der hat ein bisschen Soße auf seinem Shawarma. Ein bisschen Shawarma auf der Soße. Sana, jetzt kommt der Londoner. Der hat noch nie in seinem Leben Shawarma gegessen. Auf scale of 1 to 10, I'll give it a solid 8.2. Okay. 8.2, 8,2. Na, geh. Eine 9. Lass ich mal auch jetzt mal ein bisschen. Ich zeig euch, wie man das erstmal richtig tunkt. Ne? Kameramann, ihr nehmt erstmal das hier genau so und dann macht ihr den. Oha, ja, Bruder! Hör zu! Ein bisschen Shawarma auf deiner Soße. Gut! Guckt euch diesen. Was ist das? Köfte? Köftebrötchen. İzmir Köfteci. Soll sehr. Das soll der beste Köfteci hier sein. Den müssen wir hingehen. Beiß rein, Morek. Noch ein Biss. Maschallah. Und, wie schmeckt's? 1 bis 10? Das ist krass, die Köfte, was wir gegessen haben. War eine, also was Köfte angeht, eine 10 von 10. Was Köfte angeht. Boah, ich sag schon so, es war schon so eine 8 von 10. Denk nur vor an Köfte. Dieses das Fleisch an sich war sehr lecker und das alles drumherum war auch lecker. Aber so, schon so eine solide 8 von 10. Ich weiß, warum du das sagst. Warum? Du denkst, es gibt irgendwo noch einen krasseren. Ja. Bro, guck mal, ich will mich da reinlegen gerade, ne? Soll ich dich da reinlegen? Oh, shit. Hello. Oh, shit. Welche probieren wir zuerst, Jungs? Flugzeug kommt. Das? Oh, shit. Halt mir, dass das auch krass ist. Ich weiß nicht. Oh, shit. What's that, Sana? Warte, das ist ein Wasser. Genau. Und ist. What? Bottle of water. No. This is a bottle of water. Also, a bottle of water, this is water, man. Waffle and Donuts in Sonnenallee, kommt vorbei. Wir haben 3 Uhr nachts, Digga, in Berlin. Wir sind bei Alibaba. 3 Uhr nachts, Döner. Geht fett, oder? Crunch ist da. Ist okay. Ist okay. 1 bis 10. Für 3 Uhr nachts, Döner, musst du bedenken. Und wir sind irgendwo an irgendeiner Ecke. Und eine 6 von 10. Also, meine lieben Freunde, das ist jetzt mein 5. Döner. Also, jetzt diesmal extra ohne Brot, weil ich ein bisschen abnehmen will. Ja, kein Brot, weil er abnehmen will. Ist das Spaghetti oder Döner? Ich weiß es nicht. Oh. Direkt 1 bis 10. Überleg gar nicht, sag einfach. 6,5 von 10. What you think about? Oh shit, he's eating like an animal, bro. Okay, so what you think about the kebab? The kebab? Yeah. It's alright, still.
It's good? Ah, nice, nice, nice. Der nächste Laden, Akiki, soll auch ein sehr berühmter Döner sein in Berlin. Wir haben gar keinen Hunger, wir essen das nur durch. Ich kann eigentlich keine Döner mehr sehen, aber... Auswahl sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Und das Fleisch sowieso, wie bei jedem Döner in Berlin eigentlich. Boah. Ehrliche Meinung? Erhebt sich mich ab. Berlin-Verhältnisse ist der Standard. Okay. Meiner Meinung nach. Also wir haben schon bessere gegessen.